Was geht ab? In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du mit Python mathematische Operationen durchführen kannst. Damit wir das machen können, gehen wir hier mal ein Python 3. Das ist wichtig, falls ihr mehrere Pythons auf eurem System installiert habt. Gut. Und die mathematischen Operationen, die basieren im Prinzip auf dem Verständnis von 5. Klasse Matheunterricht. Ja? 90% von dem, was wir hier lernen, ist 5. Klasse Mathematikunterricht. Aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt bei den mathematischen Operationen beachten müssen. Okay, der einfachste Fall, was wir hier machen können, sind natürlich Additionen. Ja, wir addieren irgendwas zusammen. 1 plus 2 ist 3, 3 plus 4 ist 7 und so weiter und so fort. Ja. Damals in der 5. Klasse hätte mir meine Lehrerin gesagt, warum wir das brauchen. Hätte die mir gesagt, ey, damit wirst du irgendwann programmieren können oder damit wirst du irgendwann deine Finanzen in den Griff bekommen. Dann hätte ich vielleicht auch besser aufgepasst im Unterricht. Aber ja, gut. Was haben wir noch? Wir können natürlich Subtraktionen durchführen. 4 minus 3, 3 minus 4 und so weiter und so fort. Dann können wir Sachen multiplizieren. Ne, ganz normal mit diesem Stern. Ne, 3 mal 4 oder 4 mal 8. Und ich würde dir auch wirklich empfehlen, dass du nach diesem Video hier diese Übungen hier wirklich einmal selber durchführst, dass du dir vielleicht sogar Notizen hältst, ja, solange es hier noch schön warm ist, bevor die große Hitzewelle jetzt hier wieder vor der Tür steht. Ja, im Moment regnet es bei mir, deswegen ist ein ideales Wetter, um Python zu erlernen. So, jetzt bei der Division gibt es eine Sache, die wir beachten müssen. Wichtig. Bei der Division könnte man jetzt sagen, okay, wir teilen 4 geteilt durch 2. Oder machen wir das mal noch einfacher, 1 geteilt durch 1. Das Ergebnis ist allerdings nicht 1, sondern 1,0. 1,0. Warum? Weil dieser Slash hier, der einfache Slash, transformiert das Ergebnis zu einer Kommastelle. Und diese Kommastellen nennen wir im Programming bei Python auch Floating Point Numbers. Oder einfach Float. Ja, oder Floating Points. Das heißt, dieses Float, das ist eine Art von Zahlen, eine Kategorie von Zahlen, eine Gruppe von Zahlen. Wir haben natürlich noch andere Zahlen, das sind die ganzen Zahlen. Die nennen wir in der Python-Sprache auch Integers. Ja, das heißt, jetzt haben wir im Prinzip alle drei Datentypen, die es mit Python gibt, gelernt. Ich schreibe die mal einmal auf. Also Integer sind ganze Zahlen, 12, 32 und so weiter. Floating sind Kommazahlen, 1,3, 5,4, 7,9 und so weiter. Und Strings kann im Prinzip alles sein. Im einfachsten Fall verstehen wir darunter Text, aber Strings ist alles, was zwischen hier diesen Gänsefüßchen oder Apostrophen steht, ja? Das heißt, String ist irgendeine Art von Text oder Zeichenfolge, die der Computer aber nicht weiter interpretiert. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn wir das so eingeben würden, 1 plus 1... dann ist dieses 1 plus 1 für den Computer jetzt keine mathematische Operation mehr, sondern es ist jetzt ein String. Das bedeutet, er macht damit gar nichts. Er gibt uns das so, wie wir es eingegeben haben, direkt wieder zurück. Ja? Es ist keine Mathematikoperation. Wenn wir 1 plus 1 eingeben, dann ist das zwei Zahlen, zwei Integerzahlen werden miteinander addiert. So, jetzt gibt es natürlich auch Beispiele, wo wir diese Floating Point Numbers, also wo wir diese Kommazahlen, das sind einfach nur Kommazahlen, also die haben da jetzt so einen schönen Begriff dafür gefunden, aber im Prinzip sind es nur Kommazahlen, wo wir diese Kommazahlen gar nicht haben möchten. Was wir dann machen ist 1, 2 mal geteilt durch 1, ja? Dieses 2 mal geteilt durch ist jetzt, also kein Mathelehrer würde sagen, ja, ja, klar, teilt es einfach 2 mal durch. Nein, das ist jetzt wirklich speziell eine Programming-Konvention, ja? Das heißt, das bedeutet im Prinzip, berechne das, also es ist trotzdem eine Division, ja, es ist trotzdem, wir teilen die Zahl durch die andere Zahl, aber als Endergebnis wollen wir jetzt wieder eine ganze Zahl rausbekommen. Das heißt aber auch, dass es sehr merkwürdige Folgerungen gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt 2 geteilt durch 4 machen, dann sind das ja 0,5. Ja, in der normalen Mathematik, jeder Mathematiklehrer würde euch sagen, 2 durch 4 ist 0,5. Wenn wir aber 2 geteilt durch 4 mit 2 Slashes machen, ja, wenn wir jetzt quasi diese Operation durchführen, wo wir sagen, wir wollen eine ganze Zahl als Ergebnis, dann wird er diese Zahl hier seltsamerweise abrunden. Ja, 0,5 wird abgerundet, weil
in dem Programming, also in der normalen Mathematik, würde man ja Zahlen aufrunden nach der 5. Beim Programming, wenn wir hier diese Operation durchführen und ganze Zahlen rausbekommen möchten, dann rundet er die Zahlen ab. Ja, das ist so eine Sache, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Und um das zu lernen, würde ich dir empfehlen, dass du einfach mal verschiedene Zahlen ausprobierst, dass du hier einfach mal ein bisschen herum experimentierst, aber das sind im Prinzip schon die Grundgerüste an mathematischen Operationen. Eine gibt es noch, die werdet ihr auch in keinem Mathematikbuch finden, das ist jetzt wirklich auch nur, das findet man auch nur in, im Programming-Bereich oder in so IT-Bereich, Branchen, was auch immer. Wenn wir jetzt zum Beispiel 4% 2 machen, machen wir mal 2% 4, dann bedeutet das nämlich, was? Dieses Prozent, das nennt man auch den Modulo-Operator, ja, den Modulo-Operator, und das ist ein sehr, sehr merkwürdiger Operator, ist aber im Prinzip einfach zu erklären. Wir führen eine Division durch und der Rest, der übrig bleibt bei einer Division, ja, das... Boah, ich glaube in der 6. Klasse oder in der 4. oder 5. Klasse habe ich das wirklich mal irgendwann gelernt mit diesem Rest. Ich glaube, das lernt man noch in der Schule. Ja, wenn man 2 durch 4 teilt, dann hat man ja einen Rest von 2 übrig. Also es bleiben ja 2 übrig. Ja, und dieser Rest, der übrig bleibt, der wird uns hier angezeigt. Der Modulo-Operator. Ich sage euch ganz im Ernst, diesen Modulo-Operator, den habe ich damals zum Beispiel gelernt für mein Python-Zertifikat. Aber außerhalb dessen habe ich das noch nie irgendwo benutzt. Noch nie kam das irgendwo zum Einsatz. Ich wollte es trotzdem einmal erwähnt haben, damit es hier drankommt. Aber ganz im Ernst, bei mir hat das jetzt keine Verwendung gehabt. Das, was mathematisch interessant ist, ja, das, was mathematisch interessant ist, wenn wir irgendetwas programmieren, sind die ganz normalen Rechenoperationen. Plus, Minus, geteilt durch, mal. Und beim geteilt durch, ne, beachten, dass wir hier zweimal geteilt durch haben. Je nachdem, ob wir ganze Zahlen oder ob wir Kommazahlen haben möchten. Aber das sind die 4 mathematischen Operationen, mit denen wir im Prinzip alles berechnen können. Mit denen wir im Prinzip unser Leben ganz einfach machen können und die auch ausreichen. Ja. Das war so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest dem Ganzen hier folgen. Und wirklich, um das nochmal komplett zu verstehen, solltest du dir die Zeit nehmen, um ein bisschen herum zu experimentieren, um ein bisschen zu schauen, was hier für Ergebnisse rauskommen, weil so lernst du das jetzt hier auch am besten.